Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Thema, die praktische Prüfung in der OTA-Ausbildung und das sogar in der neuen OTA-Ausbildung. Mein Name ist Patrick Kallert, ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Wenn Ihnen das gefällt, was ich hier so gestalte, würde ich mich selbstverständlich darüber freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, einen Daumen hoch gestalten oder einen Kommentar schreiben, dann werde ich mich baldmöglichst darauf zurückmelden. Aber nun zum Thema. Ja, da ich nicht in allen Fachbereichen Experte sein kann und selber noch nie am Tisch gestanden habe, habe ich einen Experten mit ins Boot geholt. Das ist mein Kollege, Herr Mansch, der wird sich auch noch ein bisschen bei Ihnen vorstellen. Und wir werden so ein kleines Interview gestalten, damit Sie Tipps bekommen für die praktische Prüfung in der OTA-Ausbildung. Ja, danke Patrick. Mein Name ist Marcel Mansch. Ich bin auch operationstechnischer Assistent, aber genau wie Patrick auch Lehrer für Gesundheitsfachberufe und als Koordinator an einer Schule für operationstechnische und anästhesietechnische Assistenz tätig. Ja, wir haben ja insgesamt schon eine längere Zeit miteinander zu tun. Vorher war die OTA, aber auch ATA-Ausbildung nach der Deutschen Krankenhausgesellschaft, was war die, zertifiziert, hieß das so? Nee, empfohlen. Empfohlen. Ja, nun ist sie verstaatlicht, das heißt, wir müssen uns dann da insgesamt auch mal umstellen. Wie lange ist das jetzt so, dass sie verstaatlich ist? Seit dem 01.01.2021, da wurde das Gesetz oder da ist das Gesetz in Kraft getreten. Mhm. Und wir haben jetzt schon drei Kurse, die da nach dem neuen Gesetz ihre Ausbildung machen? Genau, wir haben noch keinen Kurs, der den Abschluss bisher erworben hat, sondern das wird dann im nächsten Jahr, beziehungsweise im September nächsten Jahres der Fall sein. Mhm. Dann wird der erste Kurs hier mit dem neuen Examen das Haus verlassen. Okay. Genau. Ja. Ja, primär mache ich ja den psychosozialen Unterricht bei der ATA und OTA-Ausbildung. Ich habe mit Herrn Mansch auch schon einige mündliche Prüfungen erlebt nach der DKG. Jetzt ist es ja insgesamt ein bisschen anders geworden. Heute geht es hier um die praktische Prüfung. Und ja, da gibt es ja eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, wonach wir uns immer orientieren müssen. Und da sind Zeiten hinterlegt. Und jetzt wollen wir mal aus der Erfahrung von Herrn Mansch gucken, wie so praktische Prüfungen ausgesehen haben, wie sich was vielleicht auch verändert hat und was hier Neues dazugekommen ist. Ja, wie läuft denn diese praktische Prüfung ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Großartig verändert hat sich eigentlich nicht viel von der praktischen Prüfung der DKG hin zur praktischen Prüfung nach der Verstaatlichung jetzt. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Und zwar ist es immer noch so, dass am ersten Tag oder am Vorprüfungstag eine entsprechende schriftliche Arbeitsablaufplanung erstellt werden muss von dem jeweiligen Prüfling. Vorher waren es 2 Stunden, die dafür Zeit waren. Jetzt sind es eben 90 Minuten, die unter Aufsicht, ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Klausur, nur dass da halt keine Fragen gestellt sind, sondern man es selber erarbeiten muss über den Patienten, den man am nächsten Tag eben behandeln möchte. 90 Minuten, mein lieber Scholli. Also in der generalistischen Pflegeausbildung hat man für die Pflegeplanung insgesamt 2 Stunden, also steht im Berufegesetz, in angemessener Zeit. Hier in dem Gesetz steht explizit 90 Minuten. Gibt es eine Orientierung von Seiten der Schule, woran ich mich denn orientieren kann? Welche Punkte sind da überhaupt wichtig in dieser OP-Ablaufbeschreibung? Oder muss ich das frei Kopf machen? Nein, frei Kopf ist es nicht. Es gibt natürlich einen entsprechenden Vordruck, auf dem auf bestimmte Dinge eingegangen werden soll. Einmal die Patientendaten im Allgemeinen, dann natürlich im nächsten Schritt auch die Vorbereitung zur OP. Gerade für den Eingriff, der dann am nächsten Tag geprüft werden soll, gibt es Besonderheiten. Dann die eigentliche OP-Ablaufplanung, heißt im Endeffekt vom Vorbereiten des Patienten positionieren im OP-Saal, bis hin zum Schnitt, bis hin zur Naht, alles was dazwischen stattfindet und natürlich auch die Nachbereitung der OP, also die Versorgung des Patienten nach dem eigentlichen Eingriff und die Entsorgung der Instrumente und Materialien. Mein lieber Scholli, und das sind ja zahlreiche unterschiedliche OPs, da muss man ja fit sein, ne? Das kann ja in der Knochen, Trauma, Gefäße, Bauch, gynäkologisch. Das
heißt, du musst dich da immer wieder neu drauf einstellen und dann auch immer wieder neu orientieren. Genau, unter anderem diese Bereiche, die du gerade genannt hast. Ja. Die Auszubildenden oder die Prüflinge haben im Endeffekt mit ihrer Praxisanleitung im Haus zusammen die Wahl, in Anführungszeichen, welche OP sie denn machen möchten. Dazu räumen wir bei uns auch immer entsprechend 2 Einsätze à 4 Wochen ein, um eben auch zu ermöglichen, dass die Prüflinge sich in dem Bereich, wo sie geprüft werden möchten, auch eingearbeitet haben. Okay, das heißt, Sie haben einen Vertiefungseinsatz in dem operativen Bereich, können sich da so hineinfinden. Jetzt hast du die Praxisanleitung erwähnt. Wer nimmt teil an der Prüfung? Ja, einmal die Praxisanleitung und eine Lehrkraft von der Schule. Die Patientenauswahl findet durch wem statt? Laut Gesetz findet die Patientenauswahl durch den Praxisanleiter vor Ort statt. Okay. Okay, das heißt also Praxisanleiterin, Praxisanleiter ist Fachprüfer, Fachprüferin. Ja. Dann kommt eine von der Schule oder einer von der Schule, Lehrer, Lehrerin. Die Patientenauswahl findet durch die Einrichtung statt. Müssen die Patienten einwilligen für die Umsetzung? Ja, die Patienten müssen einwilligen. Das war vorher nicht so explizit der Fall. Jetzt ist es eben so, wenn die Patienten nicht selbstständig einwilligen können, muss es eben durch die betreuende Person stattfinden. Okay, und jetzt bin ich mal OTA Auszubildender und will meine praktische Prüfung umsetzen. Bin jetzt am Prüfungstag 1. Wie kriege ich denn jetzt mit, welchen Patienten ich bekomme? Und gibt es so einen Start mit der Trillerpfeife? Jetzt geht's los und... Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also die Auswahl des Patienten findet natürlich nicht am eigentlichen Vorprüfungstag statt, sondern schon teilweise deutlich im Vorfeld. Man muss sich ja auch... Aber ich darf davon ja nichts wissen. Also wir fassen zusammen, am Prüfungstag 1, Praxisanleitung ist anwesend, aber die Lehrkraft noch nicht. Das heißt, die Praxisanleitung eröffnet die Prüfung und übergibt den Prüfling quasi dem Patienten und sagt die Operation an. Dann darf der Auszubildende, die Auszubildende, dürfen dann eben halt eine Informationssammlung machen und sich diese 90 Minuten hinsetzen. Du sagst, es gibt ein Blatt, wo es Unterstützung gibt, also mit bestimmten Bereichen, Stammdaten, OP, Ablauf, Instrumente und so weiter, was dann ausgefüllt wird, soll unter Aufsicht stattfinden. Wenn die 90 Minuten beendet sind, werden die Unterlagen eingezogen und dann geht es über zu dem Prüfungstag 2. Ja, das muss auf dem Folgetag stattfinden, so habe ich das in der Prüfungsverordnung gesehen. Es darf kein Tag noch dazwischen sein. Das heißt also, die OP-Ablaufbeschreibung muss an den Tag 1 sein und es muss unmittelbar am nächsten Tag, kann sogar auch am selben Tag, vormittags 90 Minuten schreiben und anschließend dann nochmal ein OP-Ablauf sein. Ja, wie hast du das so bis jetzt erlebt an Prüfungstag 2? Gab es da bei der DKG auch eine Fallbesprechung? Nein, die DKG hat dort keine Fallbesprechung vorgesehen. Ja. Ich weiß, dass andere Schulen es tatsächlich auch nach der DKG-Empfehlung oder aufbauend auf ihrem eigenen Schulcurriculum entsprechend gehandhabt haben, dass sie auch eine Fallbesprechung eingeführt haben. Bei uns war es bisher nicht der Fall. Damit fangen wir jetzt sozusagen an. Dass im Endeffekt, dass es 20 Minuten bevor es in den OP-Saal geht, anfängt, nochmal durchzugehen, die schriftliche Arbeitsablaufplanung, die am Vortag erstellt wurde, was du eben erwähnt hast, am gleichen Tag halte ich für pädagogisch nicht sonderlich sinnvoll. Anstrengend, total anstrengend für die Prüflinge und natürlich dann eine sehr lange Zeit, die es dauert. Ja. Einmal die Erstellung, dann hinterher die eigentliche Fallbesprechung und die Prüfung direkt im Anschluss. Das finde ich nicht, dass man das jemandem zumuten sollte. Das finde ich auch nicht. Ich finde das insgesamt eine Zumutung. Also insgesamt sind ja 5 bis 6 Stunden Prüfungszeit. Wenn dann die 90 Minuten noch vorwegkommen, das ist ein ganzer Arbeitstag fast, ne? Ja. Das geht gar nicht. Also ich würde da auch eine Unterbrechung befürworten. Allerdings ist das immer eine schulinterne Sache, ne? Es können Schulen an einem Tag machen, das kann man auch an 2 verschiedene Tage machen. Und dann kommt ja noch hinzu, dass ja Bildung auch immer mit Föderalismus und je nachdem in welchem Bundesland man so ist, gibt es ja manchmal von der regionalen Landesschulbehörde auch nochmal Unterschiede.
Wobei sich alle eigentlich an der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung orientieren müssen, die ist verbindlich, genauso wie in dem Pflegeberufegesetz. Da gibt es so ein paar Feinheiten, die eben halt die Bundesländer unterschiedlich regeln. Fachgespräch fand ich ganz hübsch, hast du gesagt, ich kann meine schriftliche Ausarbeitung nutzen, für was ich vorher in den 90 Minuten erarbeitet habe und kann das eben halt dann aufzeigen. Sicherlich werden da bestimmt auch noch knifflige Fragen von dir kommen Natürlich, in Bezug ja. zur OP-Ablaufgeschichte. Ja, ist halt ein eigener Prüfungsteil tatsächlich, ne? Also Ablaufplanung, denn die 20 Minuten Fachgespräch. Ja, und dann geht es ja in die eigentliche Umsetzung und da bin ich raus, weil ich habe da noch nie gestanden. Ich habe noch nie den Operateur die Stirn getupft und Messer und Gabel gereicht. Was ist das denn und wie lange müssen die komplett eine OP begleiten? Eine oder auch zwei Operationen tatsächlich. Okay. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückrudern zum Fachgespräch. Ja. Die Fragen, die da gestellt werden, basieren natürlich auf der schriftlichen Ausarbeitung. Zum einen natürlich Verständnisfragen, wenn wir als Prüfer uns nicht ganz sicher sind, okay, was möchte der Prüfling uns damit jetzt eigentlich sagen, kann man natürlich auch nochmal Verständnisfragen stellen ja. und natürlich nochmal Nuancen setzen in die richtige Richtung. Ja, so dass wir da vielleicht auch noch das letzte bisschen Wissen aus dem Prüfling rauskitzeln können. Genau. Ich nenne das immer Notenkosmetik. Notenkosmetik, ja. Ja, wenn man so zwischen ist und so und dann sagt man, ah, oh, und dann frage ich mal ein paar, kann man sich ja positiv überraschen lassen, wenn dann tolle und gute Antworten entsprechend auch kommen. Ja. Okay, dann gehen wir weiter und dann soll operiert werden. Genau, im Endeffekt geht es dann in den OP-Saal. Das Ganze beginnt mit der Materialauswahl und Instrumentenauswahl. Mhm. Also es geht dann ins Sterilgutlager, dann wird für die jeweilige OP das Material zusammengestellt, die Siebe zusammengestellt, Siebe, also das, wo die Instrumente drin sind. Mhm. Ja, dann geht es mit dem gepackten Material im Endeffekt in den OP-Saal, okay. Wo hinterher operiert werden soll. Dort werden alle Geräte angeschlossen, der Saal wird gecheckt, da gibt es bestimmte Punkte, die mhm. abgearbeitet werden, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Wäre ja schlecht, wenn irgendwann dann der PC für die Dokumentation oder das Licht bei der OP nicht gehen würde. Das sollte man vielleicht alles im Vorfeld mal prüfen, das okay. wird dann getan. Also Saalcheck. Genau, Saalcheck. Ja, dann ist die Frage, fängt der Prüfling im Endeffekt an zu instrumentieren, also stellt er sich selber mit an den OP-Tisch oder fängt er an zu springen, also ist dafür zuständig, die Materialien entsprechend anzureichen und sich um alles zu kümmern, was die steril eingekleideten Personen in dem Moment nicht machen können. Mit Springertätigkeiten habe ich ja nicht so viel Ahnung, da sind wir ja jetzt so weit geblieben. Machen wir das doch mal ganz praktisch. Wie läuft das hier bei uns? Was macht ihr so? Wie geht ihr da vor? Was begleitet ihr? Genau, bei uns ist es so, die Prüfung dauert ja 5 bis 6 Stunden, in der der OP-Tag ganz normal gestaltet werden soll, also dass die Auszubildenden ganz normal arbeiten, weil das ist ja das Ergebnis, was wir auch hinterher haben wollen, mhm. dass wir sie guten Gewissens auf die Menschheit loslassen können, sage ich immer. Okay, ja, ja. Ja, in der Regel wird mit dem Instrumentieren begonnen, das heißt, sie stellen ihr Material zusammen, hatte ich eben schon erwähnt, machen den Saalcheck, beginnen dann mit dem Tischaufbau, ne? Vorher natürlich eine chirurgische Händedesinfektion, kleiden sich dann entsprechend steril ein, decken die Tische so, dass alle Instrumente für die jeweilige Operation eben bereit liegen und die Operation sozusagen starten kann. Mhm. Während der eigentlichen Operation es ist dann so, dass sie sich unter Umständen auch mit der Desinfektion des OP-Gebietes beschäftigen, zu Beginn der Operation. Das ist eigentlich eine ärztliche Tätigkeit, die ist aber delegierbar. Echt? Das heißt, der Arzt kann sagen, ich möchte, dass du das OP-Feld desinfizierst. Mhm. Dementsprechend müssten sie das dann auch ausführen. Kann aber auch sein, dass der Arzt das macht. Dann wird natürlich bei der Sterilabdeckung unterstützt. Mhm. Dann wird das Team-Timeout gemacht. An der Stelle möchte ich nochmal auf das Aktionsbündnis Patientensicherheit verweisen. Dort gibt es entsprechende Checklisten, wie so ein Team-Timeout ablaufen kann. Das ist keine Verpflichtung, mhm. aber das bietet einen guten Anhaltspunkt, was da so drin sein kann. Natürlich findet das Team-Timeout aber auch immer nach Hausstandard statt. Okay. So, dann wird eben der Schnitt gemacht, die OP wird begonnen, die OP wird durchgeführt, je nachdem was es ist, da können wir jetzt glaube ich nicht drauf eingehen, nee. Welche einzelnen Schnitte unzählige da Sachen.
zu erfüllen sind, bis irgendwann dann die OP zu Ende ist, also mit der eigentlichen Naht endet. Davor muss natürlich entsprechende Zählkontrolle erfolgen und dann wird das Ganze zurückgerüstet. Bedeutet, die Instrumente werden vorgereinigt, werden in die entsprechenden Entsorgungscontainer sortiert und dann werden die Instrumente weggebracht, das Einwegmaterial, was verbraucht wurde, entsprechend entsorgt. Und das ist im Endeffekt so die grobe Instrumentiertätigkeit. Und dann geht es über zum Springen. Die Springertätigkeit beinhaltet im Endeffekt alles das, was drumherum im OP-Saal stattfindet, was steril angekleidete Personen eben nicht machen können. Okay. Das geht von der OP-Dokumentation hin zum Anreichen der Sterilgüter, bis hin zum Bedienen der Geräte, bis hin zur Versorgung des Patienten während der OP, falls irgendwas anfällt, ne, falls die Positionierung verändert werden muss, etc. Ja, also es ist sehr vielseitig, die Springertätigkeit. Materialannahme, Gewebe und so ist es, glaube ich, auch damit drin, ne? Genau, Gewebeprobenannahme für die histologische Untersuchung. So. Ja. Genau, Schnellschnitt ist ja nochmal wieder ein Spezialfall von einer histologischen Untersuchung, aber auch dafür sind sie zuständig, dann entsprechend den Taxifahrer oder den Fahrer für den Schnellschnitt eben zu rufen, dass der auch möglichst schnell in die Pathologie übersandt werden kann. Ja. Was glaubst du, was ist schwieriger, also am Tisch stehen und instrumentieren oder die Springertätigkeit? Und wo gibt es so Stolperfallen? Hast du so in deiner Erfahrung festgestellt, was immer wieder so laufende Fehler sind, die ihr natürlich schleunigst unterlassen solltet? Aber wir wollen ja auch ein paar Tipps haben. Also wenn ich jetzt am Tisch stehe, was sind so die häufigsten Probleme, wo ihr sagt, da ging ja gar nicht? Und vielleicht gibt es das auch beim Springen oder beim Springer, worauf man besonders achten sollte und wo so Stolperfallen sind. Ja, also aus meiner Sicht die beiden, ich nenne mal zwei vielleicht. Das erste sind die hygienischen Arbeitsweisen, bedeutet im Endeffekt auch, wann führe ich eine entsprechende hygienische Händedesinfektion durch. Das ist dann natürlich eher so im Bereich der Springertätigkeit angesiedelt. An der Stelle nochmal den Verweis auf die Aktion Saubere Hände mit den 5 Punkten, wann man sich denn die Hände zu desinfizieren hat. Wenn da können wir ja nochmal ein Video machen. Wir haben da jetzt schon 2 Sachen. Einmal hier mit dem Bündnis Patientensicherheit, Aktion Saubere Hände. Da haben wir ja, das ist immer wieder eingeladen. Okay, also Händehygiene, Hygiene im Allgemeinen, gerade im Springer-Dasein, wann wird was eingesetzt, das ist der erste Punkt. Ja. Genau, und als zweiten Punkt ist die Patientenbeobachtung tatsächlich das, wo ich sage, da wird da passieren die meisten Fehler. Oftmals wird vergessen, weil der Patient eben auch narkotisiert ist und schläft, dass es sich immer noch um einen entsprechenden Patienten handelt. Das ist auch mir als Prüfer immer sehr wichtig, dass der Patient zu jedem Zeitpunkt im Mittelpunkt steht und da auch entsprechend drauf geachtet wird, dass eben nicht die Tücher einfach ins Gesicht geklebt werden oder die Arme unphysiologisch positioniert werden. Oh, da schimpft doch die ATA schon, wenn die Tücher im Gesicht kleben. Ja, manchmal. Also ich würde schimpfen, wenn ich da auf der anästhesiologischen Seite bin. Ich kenne doch die anästhesiologische Seite. Auf den fällt es manchmal nicht so auf. Ne? Okay. Also es ist ja immer ein Zusammenspiel. Wie gesagt, also ich würde sagen, die hygienischen Aspekte und die Aspekte der Patientenbeobachtung sind die Dinge, wo es die meisten Stolperfallen gibt. Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Natürlich auch die Patientensicherung. Ja? Also wenn der Patient auf dem OP-Tisch liegt oder auch beim Transport, ist er natürlich zu jeder Zeit zu sichern. Ja, mit entsprechenden Gurten, damit er eben nicht sich auf einmal doch bewegt, die Narkose nicht mehr so wirkt und dann vom OP-Tisch fällt. Ja. Das möchte natürlich keiner. Nein. Ja, Krankenbeobachtung sehe ich genauso. Also besonders in der Gesundheits- und Krankenpflege oder jetzt in der generalistischen Pflegeausbildung war das auch mit einer der häufigsten Themen, warum man eigentlich auch durchgefallen ist, dass man einfach in seinem Stress oder in seinem Arbeitsablauf gewisse Beobachtungen, die wichtig sind und fundamental sind, nicht wahrgenommen werden und nicht entsprechend auch gehandelt wird. Ne? Es gibt ja so Beobachtungssituationen, wo man dann vielleicht auch eine Aktion erwartet oder ein Handeln erwartet.
Ja, wir hatten am Tisch assistieren. Spannend fand ich, dass die Hautdesinfektion eigentlich Arztaufgabe ist und das delegiert wird. Ich habe da immer nur OTAs gesehen oder Pflegekräfte, die das gemacht haben. Also einen Chirurgen habe ich da noch nicht gesehen. Aber spannend. Gut, ja, dann haben wir da die OP abge. Es sind ja zwei OPs, ne? Es wären dann zwei OPs, ja. Es kommt dann ein bisschen drauf an, nach der neuen Ausbildung oder Ausbildungsprüfungsverordnung gibt es ja bestimmte Kompetenzschwerpunkte, die erfüllt werden müssen Ja. oder die alle erfüllt sein müssen am Ende der Prüfung. Wenn man jetzt feststellt, dass es ein sehr langer Eingriff, ja, der eben diese 5 bis 6 Stunden komplett einnimmt, haben wir es in der Vergangenheit bei den DKG-Prüfungen auch so gemacht, dass wir die instrumentierende Kraft oder den Prüfling, der instrumentiert hat, haben abtreten lassen vom Tisch. Bedeutet, die sterile Kleidung ausziehen und dann in die Springertätigkeit Ja, im übergehen. Wechsel. Ja, Ja. damit eben die Kompetenzpunkte alle Ja. erfüllt sind. Und zu den Kompetenzschwerpunkten in der OTA- und ATA-Ausbildung, wobei wir jetzt ja sagen sollen, ATA- und OTA-Ausbildung, alphabetische Ordnung. Jetzt geht es hier aber ja um OTA, also machen wir OTA- und ATA-Ausbildung. Dazu habe ich ein umfangreiches Video gemacht und jeden einzelnen Kompetenzschwerpunkt erläutert. Verlinke ich mal da oben. So, so rum ist besser. Okay, dann nach der praktischen Umsetzung fehlt ja noch ein Part von 20 Minuten. Genau, am Ende der Prüfung findet dann die sogenannte Reflexion statt. Die geht circa 20 Minuten. Da kann man dem Prüfling dann auch nochmal im Vorfeld dieser 20 Minuten 10 Minuten Zeit einräumen, dass er sich zurückziehen kann, um auf einem Reflexionsbogen, den wir aushändigen, sich schon mal ein paar Stichpunkte zu notieren, was ihm oder ihr vielleicht aufgefallen ist während der Prüfung, was gut gelaufen ist, auch das gehört zu einer Reflexion dazu, aber eben auch, wo vielleicht Fehler passiert sind. Fehler passieren ist menschlich, sie sollten vielleicht nur nicht zwei- oder dreimal passieren und wenn man sie entsprechend reflektiert, kann man dadurch auch nochmal ja, Fehler ausbügeln. Ja, gehört ja auch wie im Pflegeprozess auch dazu, ne? Am Ende steht die Evaluation. Und hier kann ich dringend empfehlen, wenn man sich da so verloren fühlt bezüglich der Reflexion, weil die meisten Auszubildenden, das ist auch so meine Erfahrung, sind sehr schlecht darin, sich zu reflektieren und führen immer so einen Handlungsablauf auf. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht. Das ist keine Reflexion. Eine Reflexion ist, mit welcher Qualität habe ich was wie umgesetzt. Und hier kann ich nur empfehlen, mal von A anzufangen, wie zum Beispiel die OP-Planung, dass man, wie bin ich damit zurechtgekommen? Habe ich die OP-Planung gut gemacht? Was habe ich da besonders gut gemacht? Habe ich alles berücksichtigt? Denn das Fachgespräch, das sind ja einzelne Prüfungsbausteine, die zu berücksichtigen sind, konnte ich kompetent im Fachgespräch die Inhalte wiedergeben? Konnte ich die Fragen von Marcel Mansch beantworten oder habe ich viele Fragen nicht beantworten können? Ist was unklar geblieben? Dann die Operation selber am Tisch und einmal in der Springertätigkeit. Nicht, was habe ich wann dann gemacht? Dann habe ich ein Messer gereicht, dann habe ich eine Gabel gereicht, sondern mit welcher Qualität und mit welcher Souveränität in der Interaktion mit dem Chirurgen bin ich denn da umgegangen? Denn das sind einzelne Bereiche, die auch besonders betrachtet werden und dann bewertet werden. Ja, wie sieht denn die Bewertung aus, damit ich bestanden habe? Genau, also bei mir vielleicht nochmal ganz kurz zurückrudernd, Ja. während der gesamten Prüfung, es geht nicht darum, dass ein Schauspiel aufgeführt wird und nur für diesen Prüfungstag, sondern es geht darum, dass so gearbeitet wird, wie es sonst auch gearbeitet wird, unter entsprechend den erlernten Ja. ja, Fähigkeiten. Ja, dann komme ich zur eigentlichen Notenfindung. Alle diese Aspekte, die wir gerade besprochen haben, gehen im Endeffekt in die Notenfindung mit ein. Jedes Prüfungsergebnis, in diesem Fall auch das praktische, muss eben mit mindestens 4,0 bestanden sein, also mit einem ausreichend bestanden sein, auf keinen Fall schlechter, sonst muss die Prüfung wiederholt werden. Ja, die eigentliche praktische Prüfung geht zu 75% in die gesamtpraktische Note mit ein, bedeutet, alle Vornoten, die man während der dreijährigen Ausbildung gesammelt hat, sind 25% Ja. der Endnote. Ja, das heißt also,
mindestens ausreichend. Wenn ausreichend da ist, dann gilt erst auch die Vornote. Wenn sie schlechter als ausreichend sind, zählt die Vornote auch nicht. Richtig. Das war früher auch in der Gesundheits- und Krankenpflege tatsächlich so, oder nee, in der Altenpflege, nicht in der Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege. Da konnte man auch mit einer schlechteren Note als 4 ausgleichen. Dieses Ausgleichen existiert nicht. Das heißt, man muss mindestens mit ausreichend die Prüfung bestanden haben, damit die Vornote gilt. Ja, ich denke, wir haben so einen tollen Rundumschlag geschaffen. Ich hoffe, dass ihr damit zufrieden wart. Wenn Fragen da sind, gerne unten in meinen Kommentar. Und lieber Marcel, ich danke dir herzlich für deine Unterstützung und deine Fachkompetenz, dass wir hier dieses tolle Video drehen können. Und wir haben ja nun auch schon weitere Themen gefunden. Handy-Aktion, nee, Aktionsbündnis oder wie hast du das genannt? Aktionsbündnis Patientensicherheit. Das habe ich Patientensicherheit. nicht so benannt, das Ah ja, okay. heißt Und dann war da was mit Hände. so. Genau, Aktion saubere Hände. Aktion saubere Hände, Ja. das klingt doch gut. Also haben wir weitere Videoideen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wissen ja, abonnieren nicht vergessen. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe.